Boah, ich meine, joi, willkommen. Mein Name ist Daniel Pierre und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Mann ist der Typ riesig. In der letzten Folge haben wir Furcht, Angst und Schrecken ausfindig gemacht und hier den Hebel aktiviert. Wird schon was gebracht haben. Und jetzt stellen wir uns Oogie Boogie. Weil, ja, der hat dafür gesorgt, dass die das machen, was sie machen. Und jetzt schnappen wir uns den natürlich. Und wir wissen ja schon, wo genau wir dahin müssen. Muss nur gucken, wie genau ich da hinkomme. Nämlich so, ne? Das ging schnell. Folterkammer. Das klingt doch einladend. Wir ziehen mit sicher den Kampf hätte ich noch in der letzten Folge auch schaffen können, aber was soll's? Weiß ich, wie ich es wie Part nennen kann. Fürst ist Oogie Boogie. Oogie Boogie, gib mir das Herz wieder. Want it? Well then come on over and get it! Ah! Oh, nom nom. Now, let's see if I can get their attention! Oh, hot boys! This is it? Nein, niemand gibt's noch nicht hier. Aber okay. Ah! Wo bist du? Ach, die beiden kommen auch noch. Jack fängt schon wieder an mit seiner Verklopperei. So, wo bist du? Wo bist du? Wo ist er? Da. So, komm her. Hi, na? Schmeiß dich da runter, komm. Der Kampf ist ein Klacks. Ich verstehe irgendwie nicht, wie einige Leute die Systematik dieses Kampfes nicht verstehen konnten. Ich habe schon Leute gesehen, die haben den Kampf richtig vermasselt. Mal. Kann ich eigentlich blocken dagegen? Boah. Ich habe schon letzte Player gesehen, die sind an dem Part so was von derbe gescheitert. Ich verstehe nicht, wie man das machen kann. Oh Mann. Hi Goofy, komm her. Auf den Platz. Lacht er, ich habe den gerade einen reingehauen. Ich glaube, der ist verrückt. Ich kann ja nicht so viel vom Kampf zeigen, merke ich gerade. Ja, ist das eine 1? Was macht das? Nee, nicht Healing Maschinen, Mann. Jetzt kann er sich wieder hochheilen. Komm her. Du Drecksack! Oh, jetzt hat er sich hoch, Mann. Ich würde nur drunter stehen, ehrlich gesagt. Aber du kriegst jetzt wieder ein paar AP abgezogen und sowas von. Hi. Und zack. Mach mal Speed-Modus hier. Ist trotzdem tot hier. Trotz Kopf halten. Maximum MP. Den hätte ich doch keinen letzten Partner geschafft. Okay, wir haben Trotzkopf. Das müssen wir sofort ausrüsten. Das fand ich schon immer extrem eklig im Kampf, im Film. Der voller Insekten war. Beim 3D animiert sahen die noch ekliger aus. Und das ist einfach nur. Bleh. Das heißt, es war letztendlich doch eine Filzkonstruktion. Heiligen Ring erhalten. Anze bricht 7 erhalten. Na gut, dann können wir ja gehen.
Ha, alles erledigt. Geh mal schlicht weg, ja. Oh, wieso ist er plötzlich so groß? Seht doch, er ist randvoll mit der Macht der Dunkelheit. Oogie Boogie zieht Kräfte aus der dunklen Kugeln. Jetzt müssen wir diese Dinger vernichten, oder? Menacing. Ich habe aber keine Lust. Tschüss. Ja, man kann den Kampf ignorieren. Ich glaube zwar nicht für immer, aber egal. Mann! Ich möchte. Jetzt haben die schon wieder MP verballert, wie blöd. Hm. Wollen wir nochmal die Katze? Ich möchte mich ausrüsten, verdammt. Ich hab Trotzkopf und so. Ah, gehen wir neu hin. Und so möchte ich den Heiligen Ring haben. Ja, ich habe die ganze Zeit Start geändert. Die ganze Zeit stark, denn da kam nichts. Bin schon aufgetaucht, bevor überhaupt. Setzt ein Zelt oder irgendwie sowas ein. Mir auf jeden Fall Trotzkopf auslösen. Da könnte mir in genau den Kampf sogar sehr hilfreich sein. So. Weg mit Charmeur. Wo habe ich das? Ja, wird aber nicht reichen. Ich baue nur 3. Ah. Gibt es nicht irgendwas, was 3 hat? Kräuterschutz ist nicht schlecht. Techboost ist nicht schlecht. Machen wir das erstmal. So. Entschuldigung. Trotzkopf. Mit einem Minimalwert an LP wird der Kampf um Fähigkeit getrotzt. Nehmen wir das hier mal weg und tun wieder Techboost einmal rein. Weil ich tue oft Tech Boost bekommen, deswegen will ich das auch haben. Was unbedingt auch welche. Oh, Heiligen Ring. Was macht der? Alle Feuer, Eis, Blitzschäden, minus 20% Maximum AP steigen. Irgendjemand sowas hier. Nehmen wir. Ja, du brauchst ehrlich gesagt AP, Goofy. Irgendwas mit 2. Mehr Taler und so, ne, brauche ich nicht. Dann kriegst du auch Trotzkopf. Jetzt können wir beide gut ein paar Angriffe überleben. Ja, jetzt gehen wir mal wieder zum Kampf. Ach man. Ich trigger doch hier schon wieder Gegner gleich. Ich bin euch mal kurz vom Level ab. Boah. Hätte man mit dieser Rüstung übrigens auch machen können, den Travers. Hätte einfach, weiß ich nicht, Gebiet verlassen können. Aber naja. Wir sind ja nicht so, wir machen das alles hier so schnell wie möglich. So, lass mich mal kurz dahin. Oh. Oh, wie weit das da ist, ne? Was ist denn hier noch? Wuff. So, Oogie Boogie ist gut. Dann tun wir mal ausnahmsweise ein Zelt oder eine Hütte nehmen. HP in der Gruppe. Volle LP-Heilung, volle LP- und MP-Heilung. Warum habe ich denn von dem schwächeren Teil her so wenig und von dem guten voll viel? So, ich hoffe ja, ich tauche dann direkt wieder hier auf. Mit all den AP und Ausrüstungen und so. Wie vorher. Huh.
Wow. Dann los, komm her. Kann ich dir schon abwehren? Aua. Was soll's? Gucken wir mal als erstes hochgehen und so. Ich glaube, hier könntest du mal ausnahmsweise Aero gebrauchen. Hilfe. Ja. So, Bams und Bams. Einer weg. Von weiß ich nicht wie viel. Ist doch schwachsinn nicht jetzt. Oder? So, wo ist das hier? Ich gehe da rein. Kann ich da gegen Eis einsetzen? Stimmt, ne? Gut gemacht, Jack. Ja, ich glaube, ohne Aero ich da drauf gegangen. Das Ding möchte ich so schnell wie möglich erledigen, weil die Flammen, die können nerven. Ja, ich wollte schon sagen, das geht doch irgendwie schneller. Da. Komm mal her. Nehmen so. Bam, weg damit. 280. Sehr gut. Jetzt habe ich keine MP mehr. Aber egal. Vielleicht nicht Solar rein. Okay, dann machen wir den Rest jetzt noch kaputt. Wenn das Ding weg ist, ist der Rest des Kampfes eigentlich schon klappt. Dann hätte ich mal Tech Boost noch gehabt, ne? Hätte ich noch mehr Tech Boost bekommen. Aber naja. Ach, jetzt kommen ja Bodyguards oder was? Nein! Ihr Sackgesichter. Ne. Ja, ich habe ja noch Trotzkopf. Mir kann eigentlich so schnell nichts passieren. So, hier muss man ordnungsgemäß rauf, genau. So, wie komme ich jetzt nochmal da hoch? Na. Gucken wir mal. Ja, da hoch, glaube ich, ja. Oh, die Jump-and-Run-Action hier. Ich glaube, da oben ist schon als letzte, ne? Hi. Nee, noch nicht. Da ist der letzte. Ja, da ist auch noch eins. Aber hier muss ich aufpassen. Da zieht viel ab. Weiß ich noch. Das Ding kann ich nicht kaputt machen, ne? Doch, kann ich. Guck mal. Will ich auch noch kaputt machen? Habe ich noch nie kaputt gemacht, oder? Sehr schön. Zerstöre alles! Ah, der vergiftet mich sogar. Ah. Warum habe ich so viel Probleme mit dem Teil? Ah. Hey, da runter ist was. Das ist eine Truhe. Hey. Ah ja, kommt später dann, glaube ich. Da gehen wir nochmal hoch eben. Mit der offizielle Weg, ich glaube nicht, ne?
Also noch, warum sind die beide tot? Na du, geh mir nicht auf den Nerven jetzt. Oh. Mach ein paar MP, wenn es geht. Macht den Kampf eigentlich viel komplizierter, als er ist, ne? Oh mein Gott, echt? Warum kämpfen wir überhaupt jetzt gegen Oogie Boogie? Der macht doch eigentlich nichts. Er steht einfach nur da ein Schild. Das ist ein Baum. Der spielt Baum. Ja, der spielt Baum. Warum kommen denn jetzt andauernd welche? Ernsthaft, ich erledige einen. Da kommt direkt neue. Na gut, dann gehen wir eben. Machen den platt. Das ist der offizielle Eingang. Ja, ne? So, machen wir das letzte Teil hier noch schnell kaputt. Machen Feierabend. Meinen Sack zu. Wie komme ich da nochmal hoch? So, ja. Na, jetzt bitte nicht. Oh, das wird... Boah, ein Schlag, echt. Könnt mich mal. Jetzt bitte noch. Nein. Warum? Das wie lange gedauert, bis das schwarz wird? Egal. Boah, alles von denen kaputt gemacht, sehr schön. Ich fühle mich, als hätte ich auf den Körperbehinderten eingeschlagen, ehrlich gesagt. Okay, das Schlüsselloch ist da, aber das hatten wir ja nicht gewusst, ne? Die Kraft der Sterne erhalten. Gravitas hat sich zu Gavitra weiterentwickelt. Oh. Schön. Sally, why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with another plan for Halloween. Next time, we'll do it together. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das herzlosen Halloween-Fest wohl verstreichen. Streichen. Hier, das schenke ich dir. Kokor bitte erhalten. Wir suchen uns jederzeit wieder so. Das nächste Halloween-Fest wird das gruseligste aller Zeiten. Gefühle, Erinnerungen. Wir haben alle nötigen Zutaten benutzt. Was braucht man denn noch, um ein Herz zu machen? Was ist ein Herz überhaupt? Ich weiß es einfach nicht. Ja, ja. Okay, wir erkunden aber noch hier ganz schnell Halloween Town, ganz kleines bisschen, würde ich sagen. Wir haben jetzt die Ruhe hier überbrauchen. Kommen ja keine Ärzte holen jetzt. Wenn man das Ding zum ersten Mal hier gemacht hat, das Schlüsselloch kaputt gemacht hat, geschlossen hat, geöffnet, was weiß ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich mal noch kurz was gucken. Gab's da noch irgendwie, gab's da nicht noch ein zweites Gebiet, wo man hin kann? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. So, ich möchte mal die Schatzruhe holen, die wir gesehen haben. Ja, gehen wir da hoch. Aber die Welt auch geschafft. Irgendwie sind die Welten kürzer, als ich sie in Erinnerung habe. Hier ist mal so, weiß nicht, eine Stunde oder so. Hm. Und runter da. Gib mir die Truhe. Und das Ding so runter. Der 40. 41. und 42. Welpe ist nach Hause zurückgekehrt. Boah, geil. Mal schon wieder gegen das Mikro gekommen. Boah. Hier hat man in einem
bestimmten Teil gegen wahrscheinlich einen der nervigsten Gegner im ganzen Spiel gekämpft. In diesem Gebiet hier. Und nicht in 1 oder 2 in Days. Ja, ich weiß dann auch. Hier taucht normalerweise irgendein besonderer Herzlose auf. Aber da wir ja das Schlüsselloch jetzt kaputt gemacht haben, taucht er jetzt noch nicht auf. Wie gerade für eine Sekunde da festgehalten. Ja, wo kommt das Haus auf einmal her? Ich will ja Sachen, die ich mal in Frage stelle, ne? So, ich habe anderes drauf bekommen und irgendjemand hat Esprit, glaube ich, bekommen. Oder irgendwas anderes, ja, du. Lass mal das. Wohl. Also, was tun wir mal? Evolution weg. Okay, die Gruppe. Der hat sowieso nie genug MP, also. Er verballert ja alles irgendwie für seine Angriffe. Aber er hat gerade mal 3 MP, das heißt, er muss genau die Fähigkeit nur einsetzen. Spielst du mal was? Was? Okay, gehen wir weiter. Da war der Truhe. Ich dann nochmal hoch. Später, ne? Wie komme ich da hoch? Mal ernsthaft, wie kommt man so hoch? Ach, ich weiß. Und da irgendwo muss man schon die Höhe da erreichen, oder? Nee, geht auch nicht. So, irgendwo hier? So, hier. Ich würde sagen, irgendwo muss man so kommen. Kraftbolzen, hey, den hätte ich früher gebraucht. Sora, ja. 32, okay, er ist Level 39, trotzdem. Ach ja, ich habe ein neues Schlüsselschwert, stimmt. Kurbita besitzt einen langreichen und führt aufeinanderfolgende Volltreffer aus. Ja, Angriffskraft, ja. Bam, sieht cool aus. Wer lacht denn da so gerade? Das sind 2 Truhen. Okay, dann können wir hier weg. Wieder 23 Minuten, schon wieder so eine kurze Zeit. Aber in die nächste Welt, das reicht nicht. Winnie Pooh schaffen wir jetzt auch nicht. Gehen wir mal zu Traverse und gucken, ob wir ein paar Sachen erstellen können. So, jetzt haben wir nur eine Welt. Und zwar die da. Gehen wir da ein. Und gucken, ob wir ein paar Sachen herstellen können. Ob es neue Sachen zu kaufen gibt und so weiter und so fort. Ah! Wird schlecht. Accessoire-Laden. Ich weiß noch, wie ich das früher mal Accessoire ausgesprochen habe. Irgendwie anders. Jedenfalls wie ein Vollidiot habe ich da ausgesprochen. Ich konnte kein Französisch. Hat mir nie irgendjemand mal gesagt, dass man Accessoire so ausspricht. Ich hätte bis heute noch so ausgesprochen wahrscheinlich. So, willkommen. Wie kann ich helfen? Jawohl, mein Herr. Ich kann das Teil immer noch nicht kaufen, Mann. Ich werde mein ganzes Leben lang für dieses Teil sparen müssen. Ja, wir haben ja noch mal Klamotten. Stimmt. Kommt so ungewohnt vor jetzt wieder. Schmieden wir. Ich kann nichts herstellen. Ihr könnt mich doch mal. Ich kann auch einen Energiereif herstellen. Ja, wie kurz bin ich vom Level ab? Nicht weit, okay. Gucken wir mal Geppettos. Such mal, ich kann mal gucken, ob ich so ein paar Pilze finde, also Profungis. Ich hab's auch noch ein paar Triotex, fällt mir gerade auf. Ja. So, was ich auch diesmal gebaut habe. Hier viel Luxus. Hier für dich. Umdreh. Umdreh. Okay. Komm, schenk mal auch was.
interessiert sich sehr für Gummi. So, ich weiß, warum wo Puffings auftauchen. Aber ich hole mir jetzt noch den Triotech. Ich glaube, den habe ich noch nicht geholt hier. Meine Damen und Herren, können wir auch vorbeischauen. Ja, wir haben danach haben wir doch genug zu tun. Na, welchen Meistergegenstand habe ich? Blitzmeister, ne, Blitzmeister. Und Aquamarin haben wir auch, stimmt. Können wir auch noch abgeben. Verpisst euch! Ohne Brotkette. Aber wie lange dauert hier? Sehr gut. Au. Magst du nur. Ronald. Magst du nur, welche Reihenfolge wir machen? Ja, Level Up kriege ich ja auch noch. Das glaub mal. So. Upsala, upsala, wupp. 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 Oh, da. Da komme ich noch nicht hin. Das ist der gelbe. Wow. Dann gehen wir den Aquamarin ab. Geh mir aus dem Weg, Donald! Geh mir aus dem Weg, Julius Minimus. Ja, jetzt sind wir auch schon hier bei der verlorenen Seite, dann kann man auch im nächsten Part das machen. Ich habe keine Lust darauf. So. Oh, noch ein Beschwörungsstein. Ich kann nicht sprechen. Dann wollen wir es mal lösen. Beginnen wir mal. Bibbidi-bobbidi-boo. Dumm und kann gerufen werden. So. Kriegen wir von ihm nicht auch mal irgendwann was? Guck mal her. Ihr macht erstaunlich Fortschritte. Dies ist vor eurer Bemühung. Ich wusste es doch. Examinator. Nicht aufgeben. Ja, gehen wir mal so rein. Zu dem Dalmatinas. Muss ich doch. Von ihm kriegen wir auch noch ein Schlüsselschwert. Das glaube ich nicht so gut ist, aber ne. Maximum MP Steigerung. Zwei Punkte Angriff von Magie und Rufen steigt erheblich. Aber gerade erst ein neues. Ich will die Kamera drehen. Von wegen, Leon trainiert hier immer. Wow. Ja, unsere Schwimmanimation ändert sich jetzt auch hier. Du kannst viel schneller schwimmen. Hi, SpongeBob. Puff. Nächstes Mal ein Level Up anscheinend. Da gucken wir mal, ob die hier sind, so glaube ich nicht, ne? Ich brauche ja so ein paar Sachen immer hier, so Gegenstände, deswegen erstmal mal. Da Feurio war da doch. Feurio, Feurio. Okay, das sind ihr nicht. Das seid ihr nicht, meine ich. Dann gehen wir mal. Ach, jetzt muss man das ganze der Martina aus hier. Abklappern, glaube ich. Wie? Mensch. Na gut. Wir rennen mal hier durch und weiß ich nicht. Treffen wir uns dann. Von wo kam ich jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Privatzimmer, gut. Nicht so privat, wenn man da einfach so reingehen kann. So, bitte sei halt anständig, ist und kein verdammtes Gummi. Mithril Erz, nochmal. Verlorene Seite, yay, dann kann ich ja noch mehr. Boah. Ich glaube, ich bin im nächsten Part sehr beschäftigt. Wie viele Dalmatina? Ach, kann ich jetzt nicht nachgucken, geil. Okay, ich würde aber sagen, ich beende den Part hier. Mal zurück, beende den Part da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Merlins Hütte. Und ich kann ja mein Menü nicht öffnen. Ich weiß gerade gucken, wie viele verlorene Seiten ich habe.
machen wir die verlorenen Seiten so im nächsten Part von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.